Hallo und herzlich willkommen, Mitreisender durch das Universum, zurück zu Bad Dreams. Und ja, voraussichtlich der letzte Part von Bad Dreams. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es ist. Ich glaube, 2, maximal 3 Level. Und ja, bevor ich mich hier festquatsche, gehen wir einfach mal rein. Hatten wir das? Das kommt mir irgendwie gerade so bekannt vor. Aber naja, okay. Das hier ist ein bisschen verwirrend. Ja. Hupsa. Ich glaube, wir hatten aber genug von diesen komischen Dingern. Naja, fast 300. Ja. Eventuell habt ihr heute schon mit einem anderen Video gerechnet. Beispielsweise das dufte Video, was ich denn von den... Hubala. Das war eigentlich nicht geplant, aber das war trotzdem nicht schlecht gerade. Was ich von den neuen Commander Keen so halte. Und ja, das gibt es heute noch nicht. Ich vermute mal irgendwann mal am Wochenende. Ich peile übrigens an, wahrscheinlich am Samstag zu streamen. Nur so zur Info für die Leute, die dabei sein wollen oder nicht. Ja, wir haben auch offensichtlich auch mehr als genug Leben, die dargestellt werden als Pantoffeln oder so. Ja, ja, das neue Commander Keen Spiel. Ja gut, der Herr von und zu Dr. Faustus hat ja schon eine Vermutung geäußert, dass ich dazu eher nicht so positiv stehe. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich generell froh bin. Ich glaube, das hatte ich aber schon irgendwie zuletzt erwähnt. Ich bin generell froh, dass irgendwas mit Commander Keen gemacht wird. Ja, man kann sich natürlich darüber streiten, ist das jetzt so cool, ist das nicht so cool. Weiß nicht, Mr. Ich schieße Marshmallows? Nee, der Mr. Ich schieße Marshmallow war ein Marshmallow. Ja, und irgendwie mitten in der Aufnahme muss es irgendwo natürlich kratzen am Fuß. Ja. Und ich sehe hier nichts. Ja, okay. Das war ein relativ unspektakuläres Level. Ja, immerhin, Keen, ja, man macht was damit. Ja, da muss man schon froh sein, dass was damit gemacht wird. Ja, was jetzt irgendwie ein bisschen traurig klingt. Aber gut, man muss halt sagen, da herrschte jetzt fast 30 Jahre lang komplette Funkstille. Und ja, da muss man tatsächlich froh sein, mit egal was da nun kommt. Und ja, Mobile Game ist jetzt nicht unbedingt das, was man erwartet hat. Aber ja, wie erwähnt, besser als nichts. Ich sehe mich hier ein bisschen um, also nicht wundern. Ach, da war ich noch nicht drin. Und war ja nicht. Oder kann man da immer wieder reingehen? Oder hab ich es einfach übersehen? Weiß ich nicht. Ja, aber gut, es wird dazu auf jeden Fall was Ausführlicheres geben als jetzt, das hier. Okay, ich bin da offensichtlich nicht drin gewesen. Oder immer beim Laden kann man wieder rein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, darauf könnt ihr euch freuen, falls ihr euch überhaupt darauf freut. Also, falls man mich gut genug kennt, wird man ja sowieso schon damit rechnen können. Das wird eher, naja, werden. Ja. Ich versuche mich allerdings zu zügeln und dann auch erstmal die positiven Dinge zu sehen. Die große Preisfrage, es kommt mir alles irgendwie so bekannt vor. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ja, springt erstmal alle darunter. Das gefällt mir gut. Aber muss ich jetzt mal gerade so. Es ist schwierig. Vor allem, ich brauche den ja nicht wirklich. Also lassen wir das mal, bevor ich mich hier blamiere. Oh ja, Tatsache, könnte man das auch so fast
Fast. Man könnte das tatsächlich theoretisch auch so machen, aber nun ja, warten wir erstmal, bis die sich wieder alle hinuntergestürzt haben. Wir lassen mal das Leben Leben sein. Ich glaube, das ist das Geschickteste. Das Leben Leben sein zu lassen. So. Ja, ihr könnt mir aber natürlich jetzt schon mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das neue Commander Keen gesehen habt, was ihr so davon haltet. Ja. Würde mich jetzt schon mal interessieren. Ja, ich meine, bei mir kann man sich halt wirklich schon denken, in was für eine Richtung das geht, aber das soll definitiv nicht zu negativ klingen. Ich meine, klar wäre es schön gewesen, wenn man, naja, ich weiß nicht, so wie damals halt ein Jump'n'Run gemacht hätte. Ich habe keine Ahnung, warum es kein Jump'n'Run geworden ist. Muss man die allseits beliebten und intelligenten, naja, Entwickler fragen, warum man ein, naja, ein Spiel, was sieben Teile immerhin hervorgebracht hat, warum man das zu einem, naja, Mobile Game macht, das so ein bisschen auf den ersten Blick so an ein Worms erinnert. Keine Ahnung, ob das ein treffender Vergleich ist. Es wirkt immerhin so. Und das ist irgendwie... Huch, das war nicht beabsichtigt. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich mich ja nochmal da durchbacken. Ich sollte nicht zu viel Blödsinn machen, ansonsten backt sich da gleich wieder jemand durch. Wie komme ich denn da ordnungsgemäß wieder vorbei? Kann ich da drüber springen? Aha, aha. Diese alten Cheater. Wie man die kennt. Aber vielleicht ist das Commander Keen Spiel ja irgendwie der Fuß. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht ist dieses Commander Keen Spiel ja durchaus spaßig. Man weiß es nicht. Keine Ahnung, wie komme ich denn jetzt da? Ja, mit ein bisschen herumgebacken komme ich da durch. Ja, so wie immer. Ein bisschen rumbacken, das funktioniert immer. Oder immer öfter. Schade, dass man die eigentlich nicht erschießen kann. So. Ja, ich merke auch gerade irgendwie, ich bin irgendwie ein bisschen unkonzentriert. Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt das an meinen Kopfschmerzen. Vielleicht liegt das allgemein an den Temperaturen, die, naja, wie soll man sagen, die vorherrschen. Ich bin ja absolut kein Fan von dem Sommer, also wirklich nicht. Ist mir einfach zu warm. Es tut mir leid für alle Leute, die den Sommer lieben, aber ich finde den Sommer einfach zu warm. Kann ich mir den Weg sparen? Nein, ich kann mir den Weg nicht sparen. Ich werde da nicht durchgebackt. Ich bin halt einfach nicht der Gegner, der da durchgebackt wird. Ne? Ich muss den regulären Weg nehmen, weil, naja, ich für gewöhnlich nicht die Fähigkeit besitze, mich irgendwo durchzubacken. Naja, so ist das. So, jetzt die große Preisfrage, wo ich landen muss. Habe ich jetzt aus Versehen richtig gemacht? Ich weiß jetzt nicht, ob ich in den Tod gestürzt wäre, wenn ich mich jetzt hätte einfach darunter fallen lassen. Und ich habe keine Ahnung, ob man da oben dran kommt. Sieht nicht so aus. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob das geht. So, ich will erst mal gucken, bevor ich hier wild rumspringe. Ich sehe absolut gar nichts. Okay.
Der Sprung ist sicher. Ja, wir pfeifen jetzt einfach mal. Lol. Ich wollte gerade sagen, wir pfeifen einfach mal auf die Munition. Und das war irgendwie ein bisschen ungewohnt. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt einfach so dahin springen. Oh, da ist so eine Bombe. Schön. Okay. Hatte ich das Level hier eigentlich beim letzten Mal gesehen? Irgendwie kommt da überraschend viel noch. Das kommt mir irgendwie aber auch so bekannt vor. Bin ich irgendwie geistig? Wow. Okay, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Aber vielleicht ähneln sich die Level auch nur. I don't know. Ich bin a little bit verwirrt hier. Merkt man vielleicht, weil habe ich das schon mal gespielt? Und habe vergessen zu speichern? Ich weiß nicht. Das kommt mir alles irgendwie gerade so bekannt vor. Oder das Level, was ich da mal hatte, sah dem einfach nur zum Verwechseln ähnlich. Hier ist das Exit. Nehmen wir einfach mal gerade wahr. Warum nicht? Okay. Das ist wieder so ein Level. Ich hab so ein bisschen darauf spekuliert, dass es schon sowas ist. Also schon beim anderen war dann überrascht, dass es doch ein anderes Level ist. Aber vielleicht haben sie, wurde das auch nur so kopiert. Ich glaube, das soll nicht so sein. Soll das so sein? Gott, wäre ich jetzt da nicht rausgekommen. Dann hätte ich ja echt viel nochmal spielen müssen. Bevor ich hier weiter rumspringe wie so ein Wahnsinniger, sollte ich einfach mal speichern. Einfach, ja, weil es intelligent ist. Falls ich da einfach nicht mehr rauskomme. Ja gut, man muss sagen, es wurde in relativ kurzer Zeit gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie schnell oder wie langsam es war. Keine Ahnung. Ich guck mich auf jeden Fall noch um, ob ich noch irgendwelche Level finde, die, naja, ich bisher noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, sonst war es das. Ich meine, es war jetzt noch viel mehr, als ich erwartet hatte und in meiner Erinnerung auch noch hatte. Also, man will sich gar nicht beschweren, dass ich da noch was hatte. Okay, das habe ich alles. Will mich gar nicht beschweren für mehr Inhalt, der beschwert sich da schon. Natürlich kommt es immer ein bisschen auf die Qualität von dem Inhalt an, aber so prinzipiell. Okay, da waren wir überall schon. Ich gehe nur noch mal kurz alles durch, bevor ich mich ins letzte Level wage, weil, naja, ich möchte das jetzt nicht zu kurz halten, aber ich möchte es natürlich auch nicht künstlich strecken, das wäre natürlich auch nicht so schön. So, da habe ich auch einen Dung gesehen. Okay, das letzte Level oder das vorletzte Level. Oh, das sieht sehr nach letzten Level aus, weil dahinter nichts mehr ist. Ja, so. Sieht schon auf den ersten Blick aus wie ein Klon oder Kopie, keine Ahnung. Machen die überhaupt irgendwas? Im Original bewegen die sich ja. Okay. Hier ist es so, dass die dauerhaft aktiv sind. Das ist natürlich für uns positiv. Ah. Weil dann müssen wir nicht irgendwie warten auf irgendwas, ne? Ja, ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Jetzt wäre ich fast in den Tod gelaufen.
aber macht ja nichts, dass ich da nicht hochkomme, weil es sieht eh so aus, als ob ich hier hoch müsste. Kann mich natürlich täuschen. Aber wenn es irgendwie eine Kopie ist von einem Original. Oha. Da habe ich mich fast reinlegen lassen. Aber nur fast. So, was haben wir hier? Punkte. Ich würde mal sagen, so beim ersten Versuch kann man die mitnehmen. Ich möchte nicht auf dieser grünen Grütze landen. Aber irgendwie ist das, was da abgebildet ist, jetzt wäre ich fast schon zu weit gewesen, ist irgendwie nicht so breit, wie das hier wirken lässt. Ist halt 3D abgebildet, obwohl es halt nicht 3D ist, ne? Weil wir es können und weil wir noch über 309 haben, über 309, weil wir 309 haben. So, gehen wir mal hier hin. Okay, da komme ich so nicht hin. Hier gibt es doch gar nicht irgend so ein, ne, ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch irgendein so ein blödes Marshmallow-Ding. Das kein Mensch braucht. Das... Der Marshmallow, der Donuts schießt, das ist sowieso das Beste überhaupt. Ein Donut schießender Marshmallow. So. Ach, ich kann auf dem Bild stehen? Das kommt irgendwie überraschend. Fast überraschend wie die Tatsache, dass ich hier runterfalle. Nee, obwohl. Was? Was? Ich habe mich tatsächlich gerade erschreckt. Ich lasse jetzt einfach mal die Punkte sein. Und ich will jetzt nochmal wissen. Verdammt. Ich will jetzt nochmal wissen, was mich da umgebracht hat. War das der Gegner da, den ich irgendwie übersehen habe? Ja, offensichtlich schon. Der Gegner ist irgendwie untergegangen. Ich habe keine Ahnung. Da ist Feuer und wir wissen ja, ich liebe Feuer. Okay, also es ist mir, glaube ich, auch sehr selten mal passiert, dass ich gestorben bin, weil ich einen Gegner übersehen habe. Okay, jetzt bin ich unschlüssig. War da, nee, da, beim ersten Mal war doch da schon kein sichtbarer Gegner gewesen, oder... Bin ich behindert? Das muss ich mir nachher noch mal selbst angucken. Also einmal, das lasse ich ja noch irgendwie gelten. Aber zweimal, das ist irgendwie schon arg kurios. Hey, das ist die Axt. Die Axt tötet mich. Faszinierend. Ich sterbe gerade interessante Tode oder so. Okay, ich blick's gerade nicht. Was davon sind Statuen und was davon sind wirkliche Bedrohungen? Okay, ich glaube, einige davon haben keine Äxte, oder? Okay, die Äxte sind generell tödlich. Okay. Danke. Danke, dass ich das jetzt nach 50 Toten auch mal verstanden habe.
Das Problem ist, im Original ist das komplett Deko. Ja. Und ein Bug, der mich tötet. Ach, herrje. Ich bin jetzt schon begeistert. Wir müssen aufpassen. Wir haben nicht mal mehr 300. Also. Das wird jetzt echt knapp. Also, ich muss jetzt wirklich aufpassen. Ich muss jetzt Munition sparen. Okay, die Äxte sind generell böse. Weiß ich jetzt. Wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren. So. Eieiei, ist so oft gestorben, ist unfassbar. Muss ich auf das Bild springen? Ich glaube schon, oder? Also, ich kann zumindest so die Munition mitnehmen. Aber ich komme nicht so hoch. Ja, wir haben jetzt immerhin... Ah, okay. Wir haben wieder unser Leben zurück. Zumindest eins davon. Ist da oben überhaupt irgendwas von Relevanz? Und da wäre ich jetzt fast ins Feuer gesprungen. Lassen wir einfach mal, ne? Können die da runter? Oh, jetzt bin ich aus Versehen ins Exit gelaufen. Okay, hallo? Ah, ich wollte gerade sagen. Okay. Das war jetzt aus Versehen. Ich wollte gucken eigentlich, was da noch links ist, aber gut. Kommt jetzt Bossfight. Ist es das, was jetzt kommt? Ein Bossfight? Falls ja, wo ist unser Gegner? Und warum sind hier gleich 4 Leben? Okay, da ist so eine dufte Axt. Ah, ist das eine Pizza? Wir kämpfen gegen eine gigantische Pizza. Gegen die wir offenbar nicht mehr kämpfen müssen. Hä? Kann man die töten? Ich habe jetzt nicht gesehen, ob man die töten kann. Und offensichtlich geht das einfach weiter, ohne dass... Und warte, das kann ich nicht so stehen lassen. Muy bug. Okay. Wir laden nochmal den Bossfight. Ich hole mir mal sicherheitshalber die Leben da oben. Ne? Ich meine, wir bekämpfen die Almighty Pizza. Das ist zumindest neu. Also eine Pizza haben wir bisher noch nicht bekämpft. Also wir schießen doch hier mit unseren mit unserer Flower Power Power Flower. Hey, mache ich überhaupt irgendein Damage? Ja, offensichtlich tue ich das. Aber wofür haben wir jetzt die Bomben eingesammelt? Ich habe das Ding jetzt einfach... Ich habe jetzt die Pizza einfach mit... naja... Mit normaler Flower Power... beschossen? Okay... Und nun?
wenn ich jetzt wieder rausgehe, ist das Ding jetzt zwar besiegt, aber nun, da kann ich hochspringen und sterben. Grandios. Spiel vorbei? Nein. Okay, ich würde mal sagen, das war Bad Dreams. Es war ganz in Ordnung dafür, dass es etwas gemacht, also dass es was ist, was in der Eile gemacht wurde. Aber naja, ich glaube, es ist nichts, was man nochmal spielen müsste. Naja, egal, ich würde sagen, Livestream am Samstag, falls euch das nicht passt. Keine Ahnung, sagt, passt mir nicht. Klappt es nicht vielleicht am Freitag oder am Sonntag? Dann gucke ich mal, ob es vielleicht am Freitag oder am Sonntag passt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ja, freut euch auch eventuell auf das wahrscheinlich Podcast-ähnliche Video zu meiner Meinung zum neuen Keen-Spiel. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau, ob es das Wochenende kommt. Ja, ich würde schätzen, es kommt Sonntag. Aber es kann auch sein, dass es erst am Montag kommt. Ja, steinigt mich nicht, wenn sich das jetzt ein bisschen ja, irgendwie zieht, keine Ahnung. Ich werde einfach mal gucken, was so geht. Und ja, ich hoffe einfach mal darauf, dass die Temperatur mal langsam fällt, weil ich das Gefühl habe, hier in meinem Zimmer gebraten zu werden. So, ich würde mal sagen, an dieser Stelle grüßt mir die Sonne. Und mach's gut.